Brauchen Sie Hilfe, Doktor? Weiß nicht, Barry. Der Satellit ist offline. Internet und Telefon tot. Vielleicht hilft uns dieses alte Radio. Hast du dich eingelebt? Wirst du gut behandelt? Sagen wir einfach, die Leute hier sind nicht allzu begeistert, mit dem Flash zusammenzuleben, einem Regimeverbrecher. Begnadigtem Verbrecher. Gib ihnen Zeit. Sie ändern ihre Meinung. Kommandobasis. Hört ihr mich? Dr. Render? Gott sei Dank. Die Kommunikation ist ausgefallen. Hier sind Raumschiffe, die eine Roboterarmee auf die Stadt hetzen. Sie töten alle. Ich weiß nicht, wie lange wir noch... Kommandobasis. Wie schnell schaffst du es nach Metropolis? Mein Gnadenerlass verbietet, meine Kräfte einzusetzen. Du denkst, das spielt eine Rolle, wenn Aliens angreifen? Du hast geholfen, das Regime zu stürzen. Deswegen hat Mr. Wayne dich an Bord geholt. Und wenn Batman denkt, du hast eine zweite Chance verdient, wie kannst du ihm widersprechen? Wie gedacht, ist Barry Allen wieder aktiv geworden. Die Spezialeinheit ist bereit. Sie werden es genießen. Guter Schuss, Deadshot. Mach einfach deinen Job. Dieses Knie heilt um den Gefrierpunkt nicht besonders schnell. Verdammt, Colt! Sieh dich um! Ja, verrückter Tag. Fast wie damals, als Superman durchgedreht ist und du ihm gefolgt bist. Das kann warten. Wir müssen diesen unschuldigen Menschen helfen. Denselben unschuldigen Menschen, die Superman zujubelten, als er meine Freunde ermordet hat? Meine Schwester? Tut mir leid, Colt. Du hast nie Zivilisten verletzt. Du bist besser als das. Früher war ich das einmal. Ja, Flash ist back und wir sind auch zurück. Und heiße euch recht herzlich willkommen bei Let's Play Injustice 2. Ich bin Nightflyer und Raindrop ist am Gamepad. Hallo zusammen. Und verprügelt hier Captain Cold. Ja. Bei dem ich mich gerade gefragt habe schon, ob der die Synchro hat von dem, aus der Fernsehserie. Der ist ja bei Flash dabei gewesen und bei DC's Legends of Tomorrow. Er spricht zwar anders, aber ich glaube, es ist die gleiche Stimme. Nein. Na, super. Jetzt wird's kalt. Ich bin doch gesprungen. Ich vereise dich Stück für Stück. Genug. Nee, das ist doch nicht die Stimme. Ich bin mir nicht sicher. Was war das denn? Hast du das gesehen? Falls ihr es wisst. Du gehst zurück nach Iron Heights. Hat er gerade ein Brötchen gegessen? Milchshake oder sowas getrunken. Ein Hotdog oder was? Keine Ahnung. Nein, er hat was getrunken. Okay. Ja, falls ihr es wisst, hier mit der Synchronstimme, dann könnt ihr es ja in die Kommentare hauen. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare hauen, ob ihr diese ganzen Serien schaut. Ja. Ich schaue ja nicht alle. Du schaust ja fast alles, ne? Ich gucke alle. Ja, ich finde sie nicht alle gut. Aber, ja, ich bin halt ein DC-Fan. Und von daher schaue ich mir wirklich alle Serien an, die es da so gibt. Wir haben uns wohl beide enttäuscht. Ja, ich habe da noch Nachholbedarf.
Da besinnt sich wohl gerade jemand. Ja, reicht, Harley. Es reicht. Danke, Kitty. Ich hatte gehofft, du wärst Bruce Maulwurf. Viel gebracht hat es nicht. Grodd hat mir nie genug vertraut, um mir von der Alien-Invasion zu erzählen. Wir müssen Dinah und Ollie helfen. Werden wir. Erst müssen wir nach Gotham zurück. Falls noch etwas davon steht. Falls. Du bist etwas zu langsam, Flash. Da stellt die Rente mit einem an. Was ist mit dir, Lawton? Du solltest das nicht tun. Ich habe keine Wahl. Grodd hat Nanosprengstoff in meinen Kopf gesteckt. Er hat den Auslöser. Ob es mir gefällt oder nicht, ich muss Grodds Drecksarbeit machen. Ja, das mit dem Sprengstoff, das haben sie sich aber, glaube ich, bei Suicide Squad abgeguckt. Da hatten die, glaube ich, auch Sprengstoff im Kopf, alle. Ich hab den noch nicht gesehen. Boah, also kann man sich ganz gut angucken. Ist jetzt nicht der beste Film, aber ich fand ihn sehr unterhaltsam. Besonders Harley. Ja, hab ich gehört, dass das viele fanden. Ursprünglich, hätten also, sie lieber einen Film über Harley machen sollen. Das ist ja fast ein Harley-Film. Ja, deshalb hätten sie vielleicht einfach einen mit ihr machen sollen. Ja, also ich war ja erst total skeptisch bei der Schauspielerin und so weiter und so fort. Mhm. Und dann habe ich mir einen Film angeguckt mit der, das war Tarzan. Und da fand ich die voll super. Da erinnere ich mich, dass du davon geredet hast. Ja, und dementsprechend fand ich die dann auch als Harley ziemlich gut. Mhm. Der Flash war ja in Justice 1 auf Supermans Seite zunächst. Und hatte dann aber, nachdem Superman Shazam getötet hat, die Faxen dick und hat die Seiten gewechselt. Deshalb wurde er jetzt wohl auch begnadigt. Das muss sich aber anstrengen. Ja, irgendwie geht jetzt gerade gar nichts mehr. Es macht ein wenig, muss ich sagen. Ah, aber so. Man darf sich nicht in die Ecke drehen lassen. Hast du das eben gesehen mit dem Dinosaurier? Ja. Ich finde ihn nicht schlecht, muss ich sagen. Cooler Super. Ja. Zumindest auf Edna finde ich gut. Lass mich einfach in Ruhe jetzt. Also Deadshot ist sehr wie Deathstroke. Ach, du Kacke. Nicht, wenn ich Typen wie dich aufhalte. Dumm gelaufen. Das war's. Boah. Damit bin ich wohl wieder an der Reihe. Ja, bitte. Ich muss Grodds Drecksarbeit machen. Ja, und damit ist der Nightflyer wieder am Start. Und gibt dir gleich mal ein bisschen was auf die Ommel. Hallo? Könnte mir vorstellen, dass Flash einer ist, der dir besser liegt. Nee, Flash habe ich bei Injustice 1 schon gehasst. Mir liegt der auch überhaupt gar nicht, also keine Ahnung. Was war das? Ey! Zu früh. Ach Mann. Ich glaube, das wird ein Fehlversuch. Hat zwar ganz gut angefangen, aber... Noch nichts verloren. Du kannst wahrscheinlich das Teil da benutzen, ne? Hm. Scheiße, zu weit weg. Den Betonmischer. Jetzt hat er einen Hotdog gegessen. Ach so, vielleicht hat der bei dir was anderes gegessen, eben als bei mir. Nee, das kann ja nicht. Du siehst doch mein Bild. Ja, stimmt. Da ist mir auch gerade aufgegangen. Aber jetzt war es ein Hotdog. Eben war es aber so ein Shake oder so. Hallo.
Schnauze voll. Jetzt ab in die Steinzeit. Das ist nicht ganz richtig. Historisch, aber egal. Naja. Wurscht. Ja, den hast du. Oh, den hat er geblockt. Scheiße. Nicht gut. Jetzt holt er sich die Energie zurück. Ja, ich kann nichts einsetzen. Fies. Ah, naja. Oh, den nimmt er gar nicht in der Hand. Das ist doch das Teil, wo man nur drauf rumhüpfen kann. Hallo. Oh Mann. Nicht so weit weg von ihm. Alter. Das ist aber gerade nochmal gut gegangen. Ja. Ich weiß. Ist nichts Persönliches. Wer kommt jetzt? Wessen Fuß war das? Oh. Gott sagte, du könntest in der guten Krise nicht widerstehen. Thorn? Du gehörst hier nicht hin. Ich soll Barry Allens Rückkehr verpassen. Aus der Zukunft gekommen, um dir weh zu tun. Aber in dieser Zeitlinie läuft alles falsch. Dann geh zurück in deine eigene Zeit, Reverse Flash. Das habe ich schon versucht. Deine Regimekumpel haben einen meiner Vorfahren getötet. Und jetzt stecke ich in einem Paradoxon. Kann nie mehr nach Hause. Aber wenigstens kann ich dich quälen. Ja, mal sehen, wer hier wen quält. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe, ne? War auf jeden Fall geil. Bis nach Gotham gerannt. Ey! Okay, hier ist kein Ding ins Kirchen, kein Übergang. Aber irgendwas war da gerade. Geleuchtet. Geblockt. Die Tonne kann man auch nehmen. Na, oh, das hat er gerade gemacht. Sehr gut. Rote Streifen sind schwer zu erwischen. So ist es, so ist es. Ich weiß gar nicht, er hat gesagt, das ist Thorn. Ich weiß gar nicht, welcher Thorn das ist. Hubert oder Edward gibt es, glaube ich. Aua. Aua. Du konntest nicht mal deine Mutter retten. Jetzt die Luft raus bei mir gerade. Ja, das hatte ich eben auch. Auf einmal ging nichts mehr. Da beide, das ist super. Ja. Genau das wollte ich machen. Der macht doch gleich wieder Konter. Könnte passieren. Ich hoffe einfach nicht. Oh. Oder so. Oder so. Es ist zumindest bei ihm gespiegelt. Ja. Ja, der schafft sich so ein Abbild. Hm. Weiß nicht, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es hieß. Das war's.
Finde ich gut, wie du das machst. Ich weiß nicht, wie viele Wiedersehen ich aushalte. Soll ich später wiederkommen? Herr? Nein, nicht heute. Freut mich auch, dich zu sehen, Barry. Von wem hast du den Ring gestohlen? Du weißt, dass es so nicht funktioniert. Der Ring hat mich erwehrt. Sogar nachdem du die Wächter verlassen und dich Sinestro angeschlossen hast? Die Wächter haben mich eingesperrt. Aber sie haben mir auch beigebracht, meine Ängste zu überwinden. Ich habe diese zweite Chance verdient. Die Wächter haben einen Fehler gemacht. Okay, Green Lantern. Das ist ja so einer, von dem ich gar nichts weiß. Der war ja in den Justice 1 noch ein Yellow Lantern. Hat den Ring freiwillig an Superman übergeben. Wie viele Ringe gibt's eigentlich? Ich glaube, eine ganze Menge. Und wo kommen die her? Ja, von diesen komischen Wächtern da. Also ganz ehrlich, mit Green Lantern kenne ich mich auch nicht wirklich aus, weil ich von dem kein Fan bin. Ich auch nicht so. Ich hey, du Arsch, ich wollte gerade das machen. Hast du denn den Film gesehen? Ja. Der leider ja nicht so toll war. Was allerdings nicht an Ryan Reynolds lag, sondern am Film einfach. Ey, hier müsste eine Transition sein, meine ich. Transition? Ich glaube, die ist auf der anderen Seite. Nee, die geht hier durch das Auto durch normalerweise. Oh Mann. Läuft nicht gut, läuft nicht gut. Geht so. Hat es schon Comebacks. Klappt nicht. Dann so. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Comeback wird. Naja, versuche es. Wenn er jetzt seinen super Augen nutzt, dann ist natürlich Ende. Das war gut. Ah. Ich hab's versucht zu blocken, aber es ging nicht. Wow. So, dann ist es für mich vorbei. Schnauze voll. Schade. Ich dachte, du machst alle Flashkämpfe. Die Wächter haben einen Fehler gemacht. Bla bla. Okay. Na, dann zeig mal, was du kannst. Ja, gar nichts mit Flash, wie man schon sieht. Ja. Also am besten ist mit Flash springen und Dreieck. Ja, oder das. Oder eine Zehner-Kombi. Was macht der da? Nein. Der vibriert. Ja. Vibration. Ja, ich glaube, er ist dann, einfach stärker. Nice. Das ist so cool, ey. Dafür, dass du mit denen nicht umgehen kannst, verhaust du den gerade ganz schön. Geht so, ne? Dann brauchen wir dann nur. Dann verliert man ein bisschen die Konzentration. Was? Was war das denn? Kniet auf dem Boden. Nein, jetzt geht's wieder nicht. Ich hasse das auch immer zu wechseln. Da an dem Polizeiauto kann man was machen. Das hat geblinkt gerade. Kann ich. Mein Gott. Also Green Lantern gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingscharakteren. Super. Aber er hat auch noch super. Eieiei, jetzt wird's aber eng. Ja. Der kommt von oben. Bei dem musst du nach hinten ausweichen, nach hinten oder jetzt nach vorne. Ich bin tot. Was für mich. Hast aber gleich noch einen Versuch. Ja, super. Da freue ich mich. Die Wächter haben einen Fehler gemacht. Oh, jetzt aber. Ja, das alles. Luftfäuste. Wie kriege ich die? Wie macht denn der diese eine Attacke? Ah, die.
Da muss, glaube ich, links, rechts, Dreieck. Ja, Dreieck war. Ich hab dir irgendwie immer andere Sachen gedrückt. Ich kann nichts mit denen, ey. Ja, es, Flash ist nicht so einfach. Es, ich mag den auch nicht so besonders. Ich kann mir die Moves von denen nicht merken irgendwie. Ich hätte gern Lobo. Ich hätte gern Nightwing. Also da, das wäre echt geil, wenn Lobo nochmal als DLC kommen würde. Ja, bei Nightwing kann ich mir das abschminken. Ja. Der ist eher unwahrscheinlich eigentlich. Weil der eben halt auch in dieser Welt nicht mehr existiert. Der wurde ja von Damian Wayne getötet. Ja. Ich habe für meine Verbrechen gezahlt. Ja, der müsste ja dann komplett als neuer Charakter kommen. Ja, toll. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich, da hätte ich wahrscheinlich nichts eingesetzt. Aber dann hätte er ja sein Leben wieder gekriegt. Ja, er hätte jetzt nur einen eingesetzt. Jetzt hast du Ende Gelände. Juhu. Da war's. Du hast dich zurückgehalten, nicht wahr? Was soll das denn heißen? Dass ich die Dinge richten will. Ich habe meinen Chor verraten, meinen Planeten und meine Freunde. Und das ist das Schlimmste. Den ganzen Tag wurde ich daran erinnert, wie ich als Held versagt habe. Wie schwer es ist, das Vertrauen der Menschen wieder zu erlangen. Schätze, wir haben beide viel gemein. Wir haben einen langen Weg vor uns, Barry. Es wäre einfacher, wenn wir zusammenarbeiten. Wir brauchen Hilfe, oder? Nicht von ihm. Du hast mir auch eine Chance gegeben. Weil du zu Verstand gekommen bist und Clark ausgeschaltet hast. Hätte er noch das Sagen, würde er noch Gelb tragen. Ich bin nicht mehr der von damals. Ich verstehe, wieso du mir nicht traust. Aber du solltest den Wächtern vertrauen. Dieser Ring bedeutet etwas. Sie haben mich für ihn durch die Hölle gehen lassen. Gut, ich habe meine Befehle. Ich dachte, es würde helfen, wenn wir kooperieren. Lantern. Vielleicht erweitere ich den Kreis der vertrauenswürdigen Leute. Was kann ich tun? Du gehst nach Atlantis. Unsere neue Verbindung braucht Aquaman und seine Soldaten. Wird er uns helfen? Er ist nach dem Fall des Regimes abgetaucht. Es hat ihm nicht gefallen, dass er von Superman in das Regime gezogen wurde. Er wird nicht begeistert sein, mich zu sehen. Gewöhn dich dran. Und damit sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Wir haben Flash abgeschlossen und es sieht so aus, als geht es mit Green Lantern weiter und wir müssen offenbar nach Atlantis. Ja. Gegen, oder mit Aquaman, wie auch immer. Das könnte interessant werden. Ja, mal schauen. Achso, mir fällt gerade noch ein, ich hatte ja vorhin gesagt hier, der, also Green Lantern, als er im ersten Teil den gelben Ring trug, wurde der Ring ja von Superman abgenommen. Das war nicht der Superman aus dieser Welt, sondern der Superman aus der Parallelwelt, den die sich ja dann geholt hatten, um den anderen Superman zu besiegen. Eben. Ja. Also das war ein guter Superman quasi. Ja, ich erinnere mich vage. Genau, so war das. Ja, und in der nächsten Folge dann Green Lantern und Aquaman, wie es aussieht. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann.